Mein Name ist Christina Dulger und ich lese ein Stück aus einer Geschichte aus dem Puppentheater vor. Ich mag Puppentheater. Zu Weihnachten bekommt mein Mann von mir als Geschenk ein Puppentheaterstück. Das schreibe ich selbst, ich drehe meinen Nachttisch um, male ein paar Kulissen, benutze entweder gekaufte Fingerpuppen dafür oder ich bastle sie selbst aus Klorollen. Puppentheater spielen, Puppentheater hören, lesen, das macht einfach Spaß. Vorhang auf für Flip. Der kleine Kasper grinst vor Glück. Er steht jetzt bereit, die Vorhangkordel aufzuziehen. Er hält sie fest in seinen Händen. Sie ist ja wie gemacht, um daran zu schaukeln. Die Puppenfreunde halten den König an einem Haken in die Luft. Ja, es gibt heute ein Problem. Der König will nicht, dass sie auftreten. Denn die Puppenspielerin ist plötzlich krank geworden. Da haben die anderen den König kurzerhand an einem Haken in die Luft gezogen. Er baumelt dort oben und strampelt mit seinen kurzen Beinen. Alle wollen spielen, bis auf den König. Die Prinzessin hat Lampenfieber, sie macht ihre Atemübungen. Der Wolf hat das Licht heruntergedimmt. Es könnte jetzt losgehen, wenn der König, der sture König, nicht wieder schimpfen würde. Das schaffen wir nicht! Ein Stück ohne Puppenspielerin ist wie ein Märchen ohne König. In dem Moment gibt Flip der Verlockung nach. An der Vorhangkordel zu schaukeln, würde die Puppenspielerin nie erlauben. Aber heute ist sie ja krank. Der Vorhang öffnet sich, viel zu früh, und der König baumelt wie ein Fisch an der Angel, spricht unbeabsichtigt zu den Zuschauern im Saal. Ich frage mich, ob ich hier etwa im Kindergarten gelandet bin. Ja, lautet die fröhliche Antwort. Da wird er knallrot und strampelt wieder mit den Beinen. Das Einzige, was ihm einfällt, ist, seid ihr schon alle da? Ja, jetzt hat er die volle Aufmerksamkeit der Kinder. Ohne meine Erlaubnis? Die Großmutter tritt schnell vor und hält das Märchenbuch in die Höhe. Es war einmal ein König, sagt sie. Der war nicht nur dick, der war auch ein Dickkopf. Das ist nicht der Text, der für das Stück vorgesehen ist. Aber manchmal muss man, wie man im Theater so sagt, improvisieren. Nichts, fährt die Großmutter also fort, durfte ohne die Einwilligung des Königs geschehen. Selbst wenn es regnete, blaffte der dicke König die Wolken an. Hab ich euch das erlaubt? Bei der kleinsten Gelegenheit ging er in die Luft. Das gelang ihm, weil sein Bauch so aufgeblasen wie ein Luftballon war. Unverschämtheit, brüllt der König. Und er boxt über ihr in die Luft, als wolle er wirklich Wolken verhauen. Die Kinder lachen. Flip auch. Vor Glück schaukelt er noch doller. Dabei rutscht er vom Seil und landet mit einem Plumps auf der Bühne. Das ist der Kasper. Ein Raunen geht durch den Saal.